super. Danke. Super. So, jetzt wollen wir schleifen, ja? Ich muss mal besser aufstehen. Das ist 10 Stufe. Geht das so? Ja. Raus, raus, so. Nee, das geht schon. Irgendwie muss man kaufen und 40 Tropfen vielleicht Salbe. Hm? Ich gebe dir mal das. Ich habe auch hier eine. Da kann ich so Oma Ingrid mal geben. Das ist so ein Pilz, Nagelpilz-Tinktur. So Nagelpilz-Spray. Ja. Du kannst sie ruhig mal zweimal am Tag machen. Du musst das alles dünner machen, ja, die Nägel, und dann schneiden wir kurz. Ist alles okay? Ist okay? Ja, ja. Das ist jetzt so dick geworden, die Nägel, und ist kaputt, weil es von dem Pilz hier. Deswegen ist es so dick. So, jetzt die großen. Mm.
Tut das nicht weh? Oder ist es warm? Alles klar. Nice reason, ich spiele halt weiter in eine Füße, ha? Und noch andere. Das ist schon alles so, so weich und hart hier in der Ecke. Ja, mach mal Pause. Geh in die Terrasse, Fanny. Geh in den Rauch. Genau, ja. Mach mal Pause. Genau, richtig. Ja, ich mach mal die Heizung ein bisschen wärmer, ja? Ja.
Und ich nehme einen Deckel wieder. Mir ist nicht kalt. Mir ist nicht kalt. Mach mal hier die Beine, das muss richtig die Beine zu decken. Und es ist ein bisschen kalt, die Füße. Alles gut. So. Besser. Hast du das selbst gestrichen? Hier. Ja. Ah, wow. Gehäkelt. Gehäkelt ist. Gehäkelt, Entschuldigung. Das ist so toll. Alles. Das alles. Wow. Du hast ja ein Talent. Das habe ich als Kind schon gemacht. Ja, schön. Ich bin angefangen mit Ekeln und Stricken. Achso, das ist so toll gemacht. Also. Das braucht viel Geduld und Leidenschaft, das zu machen. Ja. Ich kann das aber nicht. Ich kann ja nur gerade machen. Also mit Schal, ja. Das ist ganz wollen wir das infizieren jetzt? Schön. Und dann schneiden wir, ja? Ja. Bei uns in Vogelsweg sind so viele Corona-Fälle. Ja. Die da oben auch. Also das sind auch so die viele. Die da oben auch. Ja. Komisch. Ja. Aber das ist so wie eine. Die Corona ist wie eine Grippe, weißt du? Ja. Also bei mir, ich habe erste Tage, zweite Tage Fieber gehabt. Ah, ja. Ja. Und dann Halsschmerzen habe ich bekommen. Mhm. Husten,
Und dann der zweite, dritte Tag, dritte Tag und vierte Tag, das ging mir besser. Ja. Nur ein bisschen Halsschmerz habe ich. Und der Geschmack ist jetzt anderes geworden. Also ich kann nicht schmecken, das ist das. Das habe ich gemerkt beim Corona. Das kommt ja später wieder. Ja. Nicht schmecken, nichts riechen. Mhm. So. Aber keine Atemnot. Nee, da habe ich keine. Mein Sohn hat gesagt, Gilly Mama, ist auch ja nicht so schlimm, die Corona. Wie ist das so an dem Fernsehen? Sie ist manchmal. Ich habe gesagt, so mein Sohn, das ist auch manchmal von dem Immunsystem. Wenn du dein starkes Immunsystem hast und ja, einen Teil Körper, dann das ist ja. Das ging so. So, mal hier noch mal sauber machen hier in der Ecke. Tut das weh? Nee, alles klar. So, eine letzte Schleifen und dann wir sind fertig hier, ja? Mit einem Puss. Mhm, mit einem Puss, genau. Das ist ein bisschen blutet, aber das ist nicht schlimm. So, siehst du, jetzt haben wir es geschafft. Wir sind wechseln. So. Machen wir sauber.
Jetzt brauchen wir das Creme hier, ein Creme.